Dann begrüßen wir alle zur Folge Nummer 2 beim Konstruktions Simulator 15. Jetzt mit dabei ist unser Klaus auf der linken Seite, gerade oben ist Erik aka Horst und rechts ist der Josef. So, Klaus macht nochmal Mittagspause und wir starten jetzt so langsam, oder? Ja. Horst? Wir machen jetzt schon Mittagspause. Wollt schon noch einkaufen gehen? Genau, aber es heißt, Josef und Hermann fahren mal mit dem weißen LKW zum Baustoffhändler und holen die Sachen, die wir für den Auftrag brauchen. Müssen wir mal gucken, ob ihr das alles da drauf bekommt. Leute, wieso bin ich... Ja, natürlich, dann legen wir los. Ich bin gerade in den falschen LKW eingestiegen. Was sollen wir abholen? Baustoffhändler, zack, zack. Ja, ich... Den Baustoffhändler abholen? Ja, langsam, ey. Okay, Abschnitt 1. Viermal kleine Ziegelsteine. Okay. Viermal kleine Ziegelsteine, das kriegen wir hin. Halt, wo muss ich mitfahren? Beim Grün? Steig ein. Jo, Alter, fahr mich erstmal um, Mann. Was F ist einsteigen? Ja, ja natürlich, ist doch logisch. Ja, nicht E. Rechts. Rechts! Rum rechts! Alter! Ey! Ja, der liegt jetzt da weg. Blick. LOL! Oh. Ey, ist das wichtig? Die läuft VW mit Allrad hier, ne? Halt, wo fahren wir denn hin? Wir fahren zum Fahrzeugpendel und holen einen zweiten LKW. Dritten, besser gesagt. Erik, Gas, Gas! Zwei, drei, viermal das da, ne? Surprise, Motherfucker! 6000 Euro! Ja. Erik! Ja, ich hab grad das Menü bekommen, dass Josef Geld ausgeben möchte. Und du möchtest einfach. Alter, ich muss doch nicht alles genehmigen hier. Host, what are you doing? Ich muss hier nebenher noch arbeiten, wäre. Nico, hast du nochmal einen zweiten ausgeliehen? Ja, klar. Ja, können wir machen. Moment, Aufträge, was ist Abschnitt 2? Besorge viermal Dachpfannen in Grau. Und zweimal Isoliermaterial. Ach ja, das kann ich mir doch nicht merken. Du kannst ja einfach in dieses Menü reingehen und ich sag dir, was wir brauchen. Erik, wo fahren wir eigentlich hin? Hinfahren, fauler Sack. Wir fahren in die große Stadt. So, viermal kleine Dachpfannen grau. Boah, luxuriöse Kreuzung hier. Viermal, ne? Ja. Jawohl, Erik, erstmal! Und zweimal Isoliermaterial. Okay, dann zweimal Isolier. 10.000 Euro. Erik, willst du mich eigentlich verarschen? Ja, das ist eine rote Ampel. Aber ein Auto überholen! Ja, überholen ist kein Rotlichtverstoß. Auch wenn es auf einer Kreuzung war und ich über 100 gefahren bin. Okay, ich sag nichts mehr. Der fährt nicht. Du hupst den an und der fährt nicht. Das kriegen wir alles drauf. Ja, kaufst du jetzt für mich einen LKW? Nein. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn dich fahren lasse. Was kaufst du überhaupt? Was willst du überhaupt für einen kaufen? Einen mit Ladegran. Weil mehr können wir, glaube ich, noch gar nicht kaufen. Okay. Ja, hier ist so ein Muldenkipper, so ein vierachsiger Muldenkipper. Hey! Sauerei! Oh, da hat die Palette mal einfach nö gesagt. Oh, total! Gehen wir dann gleich zu viert zur Baustelle, oder wie? Wie dumm ist das denn? Dass die Einfahrt da hinten so, ist. So, Achtung, ihr kriegt gleich alle eine Benachrichtigung. Echt? Ja. Oh. Jawoll, Erik, erstmal Folge. Ach lol, aussteigen? Okay. Pritschenwagen Nico, nimm erstmal die Ziegel mit. Guck mal, die sind wichtig. Ey, wir kriegen alles hier drauf. Ja, jetzt habe ich 10.000 bekommen nochmal für. Und noch 20.000, dafür, dass ich ein Fahrzeug gekauft habe. Dieses Spiel macht so Sinn. Nee, was brauchen wir nicht mal, brauchen wir nicht auch sowas ja, wie eine Dings, eine Glattmachmaschine? Eine Walze meinst du? Ja, meine ich eine ja. Eine Pistenwalze? Eine Glattmachmaschine. Ja. Oh gut. Alter, geil, Erik. Was kann ich jetzt damit holen?
Du kannst erstmal zum Hof zurückfahren. Warum? Weil wir bis jetzt nur einen Auftrag gleichzeitig annehmen können und den war ziemlich ja, wir haben Manu und Josef schon beschäftigt. Erfolgreich abgeladen, würde ich sagen. Achso, ja. Achso, die zwei machen den jetzt und dann fahren wir zu denen hin. Genau. Okay, wie mache ich die Rundleuchte an? Oh. Da, okay, so groß ist meine Hand nicht. Ovi und rundum Leuchte. Ja, lol. kann man blinken? Mit Numpel 1-3 müsste es, glaube ich, gehen, oder? Also, oder? So groß, so lang ist doch meine Hand gar nicht. Normales 1-3. Okay. Normales 1-3. Ach so, Gabelstapler wahrscheinlich nicht. Oh ja. Oh, sorry. Aufgeblieben. Schmeiß hier nichts um. Ist doch nicht. So, jetzt gegenhalten. Nochmal einen kleinen Stuss nach vorne. Aber ich hab's. Musst du stupsen? Leck, als ich bei dir im Fahrzeug mitgefahren bin. Ja, bei mir leckst gerade du. Hallo. Hey. Bin ich alleine rausgeflogen? Ja. Okay, weiter geht's. Zwei! Ihr seid Helden, zwei ist hier Warnblinker. Du wolltest ja Blinker und nicht Warnblinker. Ach ja, stimmt. Sorry. Erik, können wir jetzt nicht einfach mit den Autos hier zu denen hinfahren? Können wir auch machen, ja. Bei mir ist noch jemand zweites ausgetimt. Und mir zeigt nur zwei Spieler an dem Spiel. Und warten auf beitretenden Spieler. Ich gehe mal wieder auf den Keks hier. Hallo! Hört man die Kirche im Hintergrund? Nur ein bisschen. Okay, gut. Es ist 18 Uhr. Wenn die anderthalb Stunden Lümmel schält, wissen wir, dass anderthalb Stunden vorbei ist. Ja. Ich habe jetzt ein Problem, ich sehe das Auto nicht vor mir. Okay, ich bin draufgefahren. Wow. Juli, guck mal zurück. Alter, warum backst du so? Alter, du backst bei mir gerade extrem. Ja, du bei mir auch. Wow. Jetzt ist wieder alles normal. Ich wünsche dir viel Spaß. Quatsch, niemand. Hermann, ich wünsche Ihnen viel Spaß. Wirklich jetzt? Wie hast du das hingekriegt? Hey! Nein! Jetzt hast du es aber. Oh nee! Juli, linker Biegen. Was? Oh, linker Biegen. Okay. So wird dann aber nichts mit. Oder? Ihnen. Ja, doch, genau, wir müssen zu den anderen fahren. Also ja, wo sind die? Wo sind die? So wird dann aber nichts mit ihrer Rente hier, wenn sie alles umschmeißen. Beim Baustoffhändler seid ihr, oder? Oh Gott! Seid ihr noch beim Baustoffhändler? Ja! Okay, den weiß ich sogar noch, wo der ist. Der Hermann hat hier gerade alles runtergeschmissen. Alles. Aber Josef alles auf mein Fahrzeug raufgepackt hat. Oh nein, gar nicht. Hey Horst, wir sind jetzt da, ja? Ja, fahr du mal dahin, ich komm gleich auch nach. Okay. Aber mein LKW brauchen wir dann nicht. Deshalb fahr ich den auf dem Hof. So, Rundumleuchte und Warnblinker natürlich an. Leute, hier! Guck mal, ich hab eine viel größere Pritsche. Du kannst mit dem Kran die runtergefallen mal wieder auf die Füße stellen. Okay, wie mach ich das? Oh, what the fuck? Oh. Kriegt man hier auch. Was war das grad? Wie krieg ich die Bordwand auf? Hilfe! Hermann! Beruhigen Sie sich! Ich glaube, die Pillen werden wieder zu viel heute Morgen. Richtig, ach, Pille. Ach du Heilige! Alter, ich will das doch nur aufnehmen! Greg Y, keine Ahnung. Oh, jetzt? Ich hab die Bordwand aufgemacht! Q und E. Q und E, okay. Geil.
Muss ja erst, weil hier Kranplätze müssen verdichtet sein, ja? Ja. Nein! So, jetzt pass auf. Jetzt mach ich nochmal Y? Nee, das war falsch. Was wird das hier? Okay. Das Schöne ist, die Ladung ist so schrecklich verladen, dass ich niemand sichern kann. Wieso habt ihr doppelt geladen? Ja, okay, wie zum Teufel. Ah, warte mal, Tab. Oh ja, Tab. So, jetzt. Ach, du Heilige, jetzt geht's weiter. Jetzt pass mal auf. V. Nee, Y. Warte mal, was? Ich muss jetzt hier... Nee, warte mal. Schön, die Bordwand hängt hinten fest. Warte mal, was brauche ich denn? Ich brauche QE, nee, ich brauche WASD und Pfeiltasten. Okay, ganz easy breezy. Dann guck, ich zeige euch das jetzt. Lass mal auf der anderen LKW auf, Nico. Josef. Jetzt pass mal auf hier. Oder? Alter, guck dir das auch mal an hier. Guck mal, wie schön das geklappt hat. Guck mal. Und es wird sogar gesichert. Easy. Das ist ja fast schon Cheaten. Space Last anheben. Der Alter, das Fahrzeug ist ja mal mega geil. Aber wie gesagt, du hast fast schon schieden. Nee, warte mal, ich bin gerade ein bisschen verwirrt mit meinen. Synchron. Okay, Last abgehängt. Wie sichert man das? Wie hast du das gesichert? Daneben stehen und F drücken. Ja, dann sicher mal die anderen Sachen, Josef. Ja, die sind dann nicht ordentlich auf Ladefläche oder so. Ja, geh an die andere Seite, du Held. Nee, das macht einmal die ganze Fläche. Ach so. Ja. Mach mal die Bordwände zu, dann geht's mal. Ja, mach die Wände zu, easy. Mach die Wände zu und gib Gas. Oh, jetzt. Ja, jetzt warte mal. Tab. Aufbauten müssen eingefahren sein. Hä? Upsa. Du hast ja den Kranplatz verdichtet. So, jetzt. Sehr gut. Q. Ich muss Q drücken. Ich muss die Q drücken. Es wird hochgedreht. Jo. Oh, easy. Easy. Okay. Wohin müssen wir? Von dem grünen Ding. Ja. Erik, kannst du abkippen mit dem Ding? Ach so, stimmt. Der kann, glaube ich, abkippen, gell? Moment. Der kann abkippen, ja. Wie war das QE? Muss hinten sichern. Ich würde da der Länge nach reinfahren, weil sonst fällt irgendwas daneben. Ja, warte. Wir können auch mal. Die Ampel ist grün! Gib Gas! Gut. Linken. Ui! Das ist noch ein kleiner Fiat. Ja doch. Lös mal. Oh Mann! Rot. Warte. Ja genau, Rücken. Nein! Da ist doch noch ein riesen Platz davor. So jetzt, Noch. Ja jetzt. Alter, was ist das für ein komisches Geräusch ist gerade? Gas! Mann, fahr! Ich glaub, du bist zu nah für die KI. Erik, kannst du das Ding ein bisschen reinschieben? Ja, das hab ich vor. Problem ist, die vierte Palette für den ersten Auftrag hat Juli noch auf dem LKW. Ja, Moment. Wir sind unterwegs, stets bemüht. Okay. Warnblinker an. Warte, ich fahr raus. Und klatsch. Oh. Was bauen wir hier, ein Haus? Wir liefern nur das Material an. Genau. Okay. Ausgebautem Dachboden. Ich mache jetzt keine verdichteten Kranplätze, das ist mir jetzt zu doof. Boah, Fußstützen müssen ausgefahren werden. Oh. Wer stützt mal die Fußstützen aus? Oh Mann, ey. So, jetzt. Ladung zurücksetzen, oh je. Nicht. Oh. Aus dem Keller rausspringen. Warum genau wurde hier vor ein Loch gebohrt? Andere Frage ist eher, warum ist in den Keller gebaut worden, aber keine Treppe darunter? Gibt's eine Außentreppe?
sind alle distanziert. Und ja, es gibt nirgendwo einen Eingang. Hm. Pass auf. Nee, warte mal. Ich bin ein bisschen überlastet hier mit meinen... Du meinst mein überfordert? Ja. Hier so. Überlastet. Nein, so. Ich hab... Hä? Oh, Juli. Ich darf... Juli. Was denn? In den Bereich rein. In was für ein Bereich? Hier mit den Posten. Ach der so. Markiert, der mit den Pylonen markiert den Bereich. Ja, wir hatten die Pylone auch so klein aufgestellt. Nee, warte mal. Es war Horst. Oh, Horst. Sehr schlimm. Ich hab ja gar nichts aufgestellt. Nee, warte, oh, warte mal. Setz mal den anderen da einfach noch schön an oder hin, dann warte. Gehen. Alles klar, Alter, wir sind, Alter. Also die Baufirma hier, die stelle ich ein. Mach mal den, Moment, die Palette hier liegt, glaube ich, ein bisschen daneben. Kann das sein? Ja, mach ich gleich. Mal, Moment. Einmal gucken, ob alles passt. Oder? Ach nee, warte mal, das ist kein Pfusch am Bau. Shit! Oh, wer will? Hermann, gut gemacht. Hermann. So weit bin ich heutzutage rein. Horst, wir hatten das Haus hier gebaut. Hermann, guck mal, hier Pfusch am Bau. Hier ist einfach so, hier ist eine Lücke. Nee, was macht denn der? Was macht denn der Arm jetzt? Nee, das will ich auch nicht, Moment. Was macht der Arm da jetzt? Ja, wer will den Arm mal als nächstes steuern? Das ist... Horst, ich will die Treppe hoch. Passt das so? Ja, wir müssen mal alle von der Baustelle runter. Und aus ist Kaching. Ja, Mann, du stehst noch im Weg. Steh noch im Weg? Ja. Mann. Ich glaube, wir müssen hier auch noch aus dem Bereich. Jawohl. Jawohl. Ich bin jetzt ein durchschnittlicher Auszubildender. 36.000 Euro hat es gegeben. Uff. So, dann mal zurück zum Hof. Warum ist jetzt die Tür auf dieser Seite? Nein! Keine Ahnung. Aussteigen, alles hinstellen. Und wie immer vom Firmengebäude hier treffen. Nachbesprechung vor dem Haus. Gut. So, das war Horst, wie haben wir uns geschlagen? Sehr gut. Wir haben alle Fristen eingehalten. Dann waren wir aber nicht in Deutschland auf dem Bau hier. Ja genau, das ist keine deutsche Baustelle hier. Nee, natürlich nicht. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war jetzt die zweite Folge. Das war ein sehr erfolgreicher Tag wieder hier auf dem Bau. Und schaltet gerne beim nächsten Mal... Tschüss, Hermann. Schaltet gerne mal beim nächsten Mal wieder zu. Bis dahin. Tschüss. 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 Ciao.